Fahrzeug in der Nordschleife seine Feuertaufe besteht, dann heißt das eigentlich, das Fahrzeug, das besteht auf jeder Rennstrecke. An der Nordschleife gibt es Passagen, die sind einzigartig. Auf den 20 Kilometer verteilt gibt es eigentlich alles, was ein Fahrzeug in der freien Wildbahn erleben kann. Man merkt dem Auto an, dass es von Anfang an auf der Nordschleife entwickelt wurde. Die Balance ist bei dem Auto extrem gut zwischen Grip und Leistung, sehr schön ausbalanciert. So ein GT3 RS mit seinem hochdrehenden Saugmotor mit 9000 Umdrehungen, dieses Kreischen im Heck, also das macht halt das Auto irgendwo komplett outstanding im Vergleich zu anderen. Durch den Verzicht von Gummilager im Fahrwerk ist der GT3 RS jetzt halt viel, viel präziser zu fahren. Das Auto hat einfach verglichen mit dem Generation 1 GT3 RS einfach in allen Bereichen zugelegt. Also es hat mehr mechanischen Grip, hat mehr Aerodynamik, das Fahrverhalten ist vorhersehbarer, der Motor hat mehr Leistung, mehr Drehmoment und einfach das Gesamtpaket hebt das Auto einfach auf ein ganz anderes Level. Und ja, das ist das, wie Fahrzeugentwicklung funktionieren muss. Und ja, da ist der GT3 RS ein Paradebeispiel. Die wesentlichen Unterschiede zum Vorgänger sind Fahrwerk, Reifen, Aerodynamik, Motor, Abstimmung im Getriebe. Nur kleine Komponenten, aber im Großen und Ganzen bringt es dann 24 Sekunden. Insgesamt das größte Problem war, den Termin an der Nordschleife zu bekommen. Da hat uns Gott sei Dank dann GM aus Amerika unter die Arme gegriffen und hat uns da eine Stunde von ihrem Slot abgegeben, dass man sofort beim ersten Slot viermal unter 7 Minuten fahren. Also das hat mich total überrascht. Bei so einer Rekordfahrt, die Jungs machen das Auto fertig, man sitzt schon im Auto, die Räder kommen drauf und der Jan oder der Holger stehen vor dem Auto und sagen, okay, geht los, viel Erfolg. Und dann ist eben diese eine Runde, die dann eben passen muss. Ich habe schlecht geschlafen, obwohl ich mich echt gefreut habe. Es lag aber eigentlich wahrscheinlich ein bisschen mehr dran, dass die Geburt meiner Tochter kurz bevorstand. Und ich einfach nur gehofft habe, dass die sich noch ein bisschen Zeit lässt, dass ich da morgens nur im Kreis fahren kann und dann erst danach nach Hause muss. Und so kam es dann auch. Ich konnte die Runde fahren und bin danach direkt nach Hause gefahren. Meine erste Runde war eigentlich so eine Sicherheitsrunde, um einfach mal was zu haben. Und dass das schon eine 6,59 war, war natürlich super. Kevin und ich haben am Vortag letztendlich so mehr oder weniger mit dem Münzwurf entschieden, wer zuerst fahren muss oder darf. Auch mein Anspruch war es, ich habe gesagt, hey, die Runde war okay, aber jetzt kein Wahnsinn, lass mir nur eine fahren. Und wir haben im Vorfeld abgesprochen, dass einfach jeder nur zwei fährt, weil natürlich schon auch die Gefahr bei so einer Runde schon auch mitspielt. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen uns da jetzt nicht gegenseitig hochschaukeln. Jeder fährt zwei Runden und danach hören wir auf. Als wir dann gesehen haben, dass schon gleich in der ersten Runde der Rekord gebrochen wurde, da waren wir natürlich alle total happy und überwältigt, dass das so gut geklappt hat. Die Erwartungen wurden übertroffen und das liegt natürlich daran, dass wir als Team wirklich super funktioniert haben. Ganz klar, es ist ein großer Erfolg. Jeder, der an dem Projekt beteiligt war, jedes kleine bisschen Verbesserung bedeutet halt hinterher in Summe großer Erfolg oder beziehungsweise viel Verbesserung in dem Sinne.